Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Goyni, es wird ja immer mehr Ihr Credo, dass selbst das Verlangen nach Transparenz innerhalb eines Parlaments für Sie also immer schwieriger wird und Sie das immer stärker kritisieren. Weil das machen übrigens beide Anträge, die auch unsere Intention, deren Intention wir auch teilen. Sie sagen, es gibt keine Transparenz zu diesem Thema. Und was bitte ist die Grundlage, um etwas bewerten zu können? Man muss überhaupt wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und da fing es ja eigentlich in den 2000er Jahren ganz gut an. Es war ein wichtiger Schritt beim Hauptstadtkulturvertrag, überhaupt erstmal eine Systematisierung vorzunehmen, zu sagen, was sind gesamtstaatliche Aufgaben, was sind gesamtstädtische Aufgaben, was sind kommunale Aufgaben und welche Kooperationen sind möglich. Und auch Herr Körting hat sehr erfolgreich verhandelt, was Frau Herrmann hat schon darauf hingewiesen, die hauptstadtbedingten Sicherheitsaufgaben betrifft. Und es gab die Implantierung eines Hauptstadtkulturfonds. So, das ist der Stand der Dinge. Seitdem ist aber nichts mehr passiert. Und die Dinge entwickeln sich nun mal weiter. Und ein Vertrag ist nur dann sinnvoll, wenn er sich auch veränderten Bedingungen anpasst. Und da hat Herr Henkel, um an der Stelle dann nicht nur die SPD zu kritisieren, da hat Herr Henkel bereits bei den ersten Haushaltsberatungen in Aussicht gestellt, dass da natürlich was passieren muss, weil das Land Berlin sehr, sehr viel mehr übernimmt an hauptstadtbedingten Sicherungsaufgaben und es eine erhebliche Steigerung gibt. Also Herr Goyni geht eher, okay, das ist auch eine Form von Kommunikation an der Stelle. Und er hat nicht dazu gesagt, da müssen wir mal die Verhandlungen 2015 abwarten und wir können Ihnen auch vorher nicht sagen, wie wir uns dazu als Land Berlin aufstellen. Also das scheint mir alles problematisch zu sein. Stichwort Hauptstadtkulturfonds. Es war richtig zu sagen, wir fördern innovative Projekte, Projekte, die es ansonsten im Zuge von Haushaltssolidarität oder sagen wir mal Haushaltskonsolidierung außerordentlich schwer haben. Wenn man dann aber bestimmte Projekte ewig in diesem Hauptstadtkulturfonds fördert, weil das Land Berlin und auch der Bund nicht bereit und in der Lage sind, wie zum Beispiel die Tanzkompanie von Sascha Walz, irgendwie anderweitig zu fördern und sie dann angeblich immer diese neuen innovativen Projekte sind, dann ist das falsch. Dann ist da nichts passiert. Und der Antrag verlangt einfach nichts weiter, als zu sagen, wie ist der Stand der Dinge und warum wird man das Gefühl nicht los, dass hier keine klugen und guten Aushandlungsprozesse mehr möglich sind. Ich hätte da ja eine These. Ich würde ja sagen, die Bundesregierung behandelt den Senat von Berlin genauso ignorant und herablassend, wie es diese Regierung gerne gegenüber den Bezirken tut. Und weder Herr Henkel noch die SPD können mit diesem Rollenwechsel gut umgehen. Also ich sage, ist auch nicht einfach, muss man sich vergegenwärtigen, ist aber, glaube ich, in die Bewertung des Gesamtsachverhaltes einzubringen. Und deshalb finde ich es auch richtig, hier mehr Transparenz zu fordern und zu sagen, was bringen Sie denn ein? Vielen Dank.